Sie stehen Schlange für ihr erstes eigenes Geld in Deutschland. Im Sozialamt Fürth bekommen registrierte Flüchtlinge ein Taschengeld. Zwischen 143 und 183 Euro gibt es monatlich bis zum Ende des Asylverfahrens. Verheiratete Paare und Kinder bekommen mehr. Bild will wissen, für was wollen die Asylbewerber das Geld ausgeben? Die Wünsche sind unterschiedlich. Warme Sachen für den Winter, Essen aus der Heimat und vor allem Kommunikationsmittel. Something, clothes, SIM-Cards, Internet. Wenn Flüchtlingen Asyl gewährt wird, dürfen sie auch arbeiten. Finden sie keinen Job, haben sie auch Anspruch auf Hartz IV.